Scheinbar aus dem Nichts ist ein neuer Risikofaktor für die Märkte aufgetaucht und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Und dieser Risikofaktor heißt Hongkong, denn Hongkong ist für China von immenser Bedeutung. Sie haben gehört, Sie haben es vielleicht gesehen, es gab da ziemliche Unruhen. Man protestierte seitens Hunderttausender Hongkong-Chinesen gegen ein Auslieferungsgesetz, das mithin auch die Rechtssicherheit in Hongkong unterhöhlen würde. Dementsprechend die Proteste wütend. Und jetzt ist die Frage, was wird der Peking machen, die sich zusätzlich provoziert fühlen durch die Amerikaner, die diese Proteste wiederum unterstützen. Und das ist für China ein rotes Tuch, denn man sagt, das ist eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Und Hongkong ist deshalb so zentral für China, weil es praktisch der Hub in die westliche Finanzwelt ist. Der Yuan zum Beispiel ist nur 1% aller Zahlungen macht der Yuan aus, während China mit seinem BIP 15% des globalen BIPs auf die Waage bringt. Also ein ziemlich groteskes Missverhältnis. Und das heißt, dass über Hongkong die Chinesen ihre Dollars organisieren. Und ohne Dollars geht heutzutage nichts mehr. Dementsprechend kann man sich schlichtweg nicht erlauben, dass da etwas schief geht in Hongkong. Und dementsprechend intolerant dürfte die Führung in Peking agieren, wenn es um Hongkong geht. Und wenn wir jetzt mal die weitere Konsequenz vielleicht mitdenken in Sachen Handelskriege, dann heißt das, dass hier ein zusätzlicher Belastungsfaktor zwischen den USA und China entstanden ist. Donald Trump hat ja gestern gesagt, ja, ich bin jetzt derjenige, der keinen Bock auf diesen Deal hat, auf gut bayerisch gesagt, und auch China kalt nach hat den USA vorgeworfen, sie seien Nummer 1 bei den Cyberattacken auf Chinas Computer etc. So gibt sich eins das andere. Insider sagen, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass hier wirklich ein Treffen stattfindet, das auch irgendetwas bringen würde. Und Xi Jinping dürfte einem Treffen nicht zustimmen, wenn es nicht ausreichende Vorbereitungen für ein solches Treffen gegeben hat. Denn Xi Jinping ist sehr kontrolliert, sehr rational und Trump ist sehr spontan, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und da fürchte ich Xi Jinping, sozusagen von der falschen Seite erwischt zu werden. Dementsprechend schwinden nach meiner Auffassung die Hoffnungen, dass es da ein Treffen geben wird. Ansonsten ist es eigentlich relativ ruhig heute am Markt. Wir hatten die US-Verbraucherpreise gesehen, die waren in der Kernrate etwas niedriger. Das hat wiederum die Fed Fund Futures dazu animiert, eine Wahrscheinlichkeit noch etwas höher einzupreisen, dass die Fed im Juli schon die Zinsen senken wird, also nicht auf der nächsten Sitzung der Fed, die ist nämlich in der nächsten Woche, sondern die Sitzung Ende Juli, aber immer mehr Marktkenner sagen, das sei ein bisschen ambitioniert. Gleichwohl, die Anleihenmärkte reagieren sehr, sehr stark auf diese Zahlen. Schauen wir uns mal hier folgende Grafik an. Sehen wir hier den Euro-Dollar, blauer Chart, und sehen hier die Inflationserwartungen in der Eurozone, die sogenannten 5-Year-5-Year-Forwards, also die Erwartung, wie in 5 Jahren, dann in den nächsten 5 Jahren die Inflation sein wird, etwas abstrakt, aber für die EZB ein maßgebliches Kriterium. Wie gesagt, da sind wir heute auf ein neues Allzeithoch gefallen bei den Inflationserwartungen. Ähnliches Bild in den USA, wo wir den tiefsten Stand bei den 5-Year Forward Swaps haben seit Anfang Januar. Also da ist einiges in der Mache. Dann schauen wir uns mal folgende Grafik an, etwa der US-Staatsanleihen. Sehen wir hier die 30-jährige US-Staatsanleihe, die 10-jährige. Wir sind praktisch in einem absoluten Sinkflug hier der Anleiherenditen. Jetzt ist die Frage, sind die Märkte hier zu dovish gestimmt? Glauben Sie zu sehr an diese Zinssenkungen? Übertreiben Sie vielleicht sogar diesen Abschwunggedanken der globalen Wirtschaft? Das ist die große Frage, die sich jetzt stellt. Jedenfalls ist die Positionierung doch sehr, sehr einseitig. Und die Frage ist, selbst wenn die Fed die Zinsen senken würde, was würde dann passieren? Schauen wir uns mal die letzten 5 Zinssenkungszyklen der amerikanischen Notenbanken an. Dann sehen wir, dass 3 davon negativ waren, nämlich im Jahr 1989, 2001 und 2007. Denen folgten also Bärenmärkte, während in den Jahren 1995 und 1998 das positiv war für die Märkte, ein Bullenmarkt folgte. Warum ist das so? Das vermutet auch hier dieser Twitter-Kommentator. Er sagt, es geht wahrscheinlich um die Earnings. Sieht man eine Earnings-Recession, also eine Gewinnrezession, ja oder nein? Das war in den Jahren 1995, 1998 nicht der Fall. Da war man ja am Anfang der Dotcom-Bubble, der New Economy. Dementsprechend war man da auch ein bisschen euphorisch, generierte neue Gelder durch neue Technologien, während dann eben 2001 und vor allem 2007, wie auch 1989, eben auf Zinssenkungen dann auch ein Bärenmarkt folgte. Dementsprechend muss man auch hier wieder
die Freude, die Hoffnung der Aktienmärkte auf Zinssenkungen schlichtweg relativieren. Es heißt nicht, dass dann wirklich die Dinge auch in Sachen Aktienmärkten nach oben gehen. Schauen wir uns an, was die Amerikaner heute veranstalten an den Aktienmärkten. Wir sehen hier den Dow Jones, der sich jetzt wieder ein bisschen erholen kann, 26.011 Punkte. Wir haben den Dow Jones, der aktuell, es ist der S&P, bei 2.879 Punkten steht. Also wir sind tiefer als gestern. Wir haben hier diese 2875er Marke erstmal gehalten. Am schwächsten heute ist der Nasdaq, denn der leidet unter Sorgen vor Regulatorik. Es gibt immer mehr Stimmen innerhalb der Trump-Administration, wie auch bei den oppositionellen Demokraten, die sagen, ja, die müssen wir enger an die Leine nehmen, da haben wir geschlafen regulatorisch. Und das könnte bedeuten, dass hier schlichtweg weniger Geschäfte zu erwarten ist bei den Tech-Werten. Dementsprechend sehen wir den Nasdaq heute schwächer. Der DAX hält sich sehr anständig, macht nicht so wahnsinnig viel. Wir sind bei 12.121, pendeln die ganze Zeit so um und bei der 12.100er Marke herum. Wir haben den Euro-Dollar bei 1.1310, etwas schwächer jetzt, aber sehr, sehr geringe Handelsrange. Wir haben am Freitag dann die US-Einzelhandelsumsätze, das wird sehr wichtig. Und natürlich nächste Woche dann die Fed zentral. Wir haben das Gold, das weiter sich robust hält bei 1336. Und wir haben einen Ölpreis, der tendenziell Probleme hatte. Wir sind bei 51,89 $. Nachdem die Lagerbestände heute höher ausgefallen waren als erwartet, gestern ja schon die API-Lagerbestände höher als erwartet. Also, das ist die Situation. Wir haben mit Hongkong ein neues Problem, ein neues Hindernis für eine irgendwie geartete Verständigung zwischen den USA und China. Denn China hat hier sehr zu viel zu verlieren und reagiert sehr allergisch auf Unterstützungskundgebungen, vor allem der Amerikaner. Auf der anderen Seite sehen wir massive Bewegungen nach wie vor an den Anleihenmärkten. Die Märkte sind nach wie vor davon überzeugt, dass im Juli, Ende Juli die Zinsen gesenkt werden. Auch wenn es immer mehr warnende Stimmen gibt, die sagen, ja, warum sollen die Fed die Zinsen senken, wenn die Aktienmärkte oben sind, wenn die Konjunkturdaten jetzt nicht komplett abstürzen, dann gibt es doch eigentlich keinen Grund, jetzt hier in Hektik zu verfallen. Vielleicht werden sie im September dann die Zinsen senken. So, manche, wir werden sehen, wie es ausgeht. Jetzt Ihnen erstmal einen schönen Feierabend. Bis dann, ciao.